Viele Leute, auch Herr Schmidt, fragen sich, wie soll denn die Corona-App funktionieren und warum kann sie Leben retten? Und ist das alles anonym? Ja, das ist es. Die Corona-App verbindet sich über Bluetooth mit anderen Handys in der Nähe. Dabei werden anonyme IDs ausgetauscht, die ständig wechseln und nicht zurückverfolgt werden können. Wenn Nähe und Dauer für eine Infektion mit Corona ausreichend sind, so wie hier im Gespräch mit Frau Müller, speichert die App die jeweils gegenseitige aktuelle ID auf dem Handy. So entsteht auf jedem Handy eine Kontaktliste, nur mit diesen IDs. Nun stellt jemand, dem Herr Schmidt in den letzten 2 Wochen über eine längere Zeit nahegekommen ist, plötzlich Symptome an sich fest. Mist, ich glaube, ich habe Corona. Frau Müller lässt sich jetzt positiv testen. Ihr Arzt bestätigt die Diagnose. Sie meldet freiwillig über die App, dass sie krank ist. Ihre anonyme ID wird damit einer Liste von aktuell Infizierten hinzugefügt. Jedes Handy mit der App ruft diese Liste regelmäßig ab. Und wenn darauf eine ID ist, die auch in der eigenen Liste der Kontakte auf dem Handy steht, warnt sie den Benutzer. So jetzt auch Herrn Schmidt. Noch ohne selbst Symptome zu haben, kann er sich jetzt testen lassen oder freiwillig in Quarantäne gehen und so eine weitere Ausbreitung der Seuche verhindern. Problematisch bei Corona ist vor allem, dass man ansteckend sein kann, auch wenn man selbst noch gar keine Symptome hat. Hier kann die Corona-App helfen, die Ansteckung einzudämmen. Persönliche Daten werden dabei zu keiner Zeit gespeichert. Bis man sich als infiziert meldet, sind die anonymen IDs von anderen ausschließlich auf dem eigenen Handy abgelegt und werden nach der Inkubationszeit, also 3 Wochen, auch automatisch wieder gelöscht. Gute Besserung für uns alle.